Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von The Dick. Ich heiße nicht nur Lomlom Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen zu Folge 20 von diesem Retro-Point-and-Click-Adventure nach einem Drehbuch von Steven Spielberg. So, und wir stehen an dieser Konsole. Es ist nicht die PS5, da die ja noch nicht ausgeliefert werden kann. Es ist immer noch die, ja, vertreiben uns die Zeit bei dieser grünen Version, bei dieser Xbox. Und ich merke gerade, so viel Zeit muss sein. Ich habe mir gar kein neues Wasser eingeschüttet. Sorry dafür, Leute. So viel Zeit muss wirklich sein. Aber dann kann ich auch mal in der Zwischenzeit nochmal erwähnen, was wir zuletzt gemacht haben. Wir haben die Konsole wieder leicht in Gang gebracht. Fast zumindest in Gang gebracht, weil wenn ich das nochmal so zeigen darf, wir haben hier so zwei Lebenkristalle hinzugefügt. Nachdem uns ja Brink in der letzten Folge die ganzen Kristalle geklaut hat, waren wir blank, was das angeht. Blank wie Roberto. Und haben uns wieder mit Lebenkristallen versorgt. Und da ist mir natürlich eingefallen, da wo wir auch schon zuletzt in der Folge waren, richtig, Lebendkristalle können wir auch gerne mit einem Toten reden. Und deswegen gehen wir jetzt da flugs wieder zurück, weil ich glaube, an dieser Stelle sind wir erstmal etwas hilflos. Weil ich glaube, der Außerirdische, mit dem wir ja reden können, laut Maggie, der aber tot ist, weshalb wir die Lebenkristalle ja brauchen, wird uns jetzt helfen und uns, ja, bestimmt sagen können, wo wir letztendlich dann... Warum mache ich diesen Umweg hier rüber? Ich weiß auch nicht. Das war etwas blöd, was ich gemacht habe, aber gut. Blöd ist mein zweiter Vorname. Also mein dritter. Also, wir gehen jetzt nochmal hier. Das ist doch Quatsch, was ich gemacht habe. Das ist doch alles Quatsch. Ist das doch jetzt... Kinders, ist doch Quatsch. Hofknopf. Nein. Dann einsteigen in die Bahn, fahren. Ich will ja über die Lichtbrücke eigentlich, wollte ich weiter. Ja, komm, raus, zack, hoch. Hier hoch, bums, rums, bums, danke. So, Museumsinsel. War das richtig? Karteninsel, Gruftinsel. Ich glaube, es war die Museumsinsel. Boah, ich kann mir das nie merken, ne? Ich bin so ein Trottel manchmal. War das hier? Da ist wieder die Bahn. Da sind wir ja hier vollkommen falsch. Ach Leute, das ist nicht wahr. Ne, pass auf. Nest. Oh, schnell wieder raus. Da wollen wir gar nicht hin. Hier war nur die Bahn. Nee. Mann! Gehst du wieder zurück? Mit Doppelklick komme ich weiter, aber muss auch dann richtig klicken. Vielleicht war das doch hier. Oder ich habe mich vertan. Planetarium kann es nicht sein. Museuminsel sind wir gerade. Die Gruftinsel? Die Gruftinsel. Ach Gottchen, natürlich. Es war die Gruft. Nein. Die Gruft. Da wollten wir doch rein. Himmel, Herrgott. Natürlich. Ich gucke mein eigenes Let's Play nämlich gar nicht. Außer wenn ich es schneide. Ich frage den anderen, die Let's Play machen, guckt ihr eure Let's Plays nochmal? Bei manchen weiß ich, dass sie es tun. Bei manchen, die haben gesagt, nö, ich schneide das doch. Würde mich mal interessieren, wie ihr es seht. Wie ihr es macht. So, auf zur toten Kreatur. Da können wir nicht abkürzen. Und dann hauchen wir der toten Kreatur mal wieder ein bisschen Leben ein. Ich glaube, das war der entscheidende Moment. Genau. Lebenkristalle. Und dann kann Maggie auch mit dieser Kreatur hoffentlich reden. Kreatur. Schöne Grüße an Martina. Falls du das hier siehst. So, Maggie. Hau rein. Entweder zahlt sich jetzt meine außerirdische Bildung aus, oder wir sterben. Sterben? Solange ich ihn nicht aus Versehen angreife, wird alles in Ordnung gehen. Aklash Park. Er sagt, öffne den Mund, was bei Ihnen so viel bedeutet wie sprich. Sie reden, Maggie. Dann können Sie sich gegenseitig verstehen. Sprich. Ah, sehr schön. Okay, jetzt können wir Fragen stellen. Ja, dann fragen wir ihn mal. Die Lichtbrücken sind grandios. Wir hätten nie davon geträumt, dass Menschen auf Licht gehen könnten. Ah ja.
Wir waren freudig überrascht, als wir feststellten, wie nützlich diese Lichtstrahlen waren. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir uns die ganze Arbeit mit den Bahnen sparen können. Verstehe. Wenn es Sie überrascht hat, dass man die Strahlen als Brücke benutzen kann, wofür haben Sie sie dann ursprünglich gebaut? Wenn alle Brücken vollständig sind, wird das Auge sehen. Das schwarze Auge? Kleiner Hinweis auf mein anderes Let's Play? Okay. Das Auge wird sehen? Sie meinen damit aber nicht unsere Augen, oder? Das Auge, das die drei Dimensionen der Zeit ebenso sehen kann wie die drei Dimensionen des Raumes. Es wird euch Schönheit jenseits eurer Vorstellungskraft offenbaren. Aber wenn ihr Sternzeit 6 gesehen habt, werdet ihr dann je wieder Sternzeit 4 sehen? Das Auge mag offen sein, aber der Geist besitzt nicht die Kraft zu sehen. Okay. Die Maschine in ihrem Labor, was tut sie? Wo alle Lichter leuchten, öffnet sie das Auge. Die Maschine in ihrem Labor. Das Auge, ist das der Kristall am Schnittpunkt der Lichtbrücken? Die Maschine generiert dieses Auge? Das Auge sieht alle Zeit und jeden Raum. Und wohin das Auge sieht, kann der Geist fliegen. War dieses Auge die Pforte zu dem Ort, an dem ihr Volk jetzt ist? Eine Pforte, die nur in eine Richtung durchquert werden kann. Das wissen Sie nicht. Wenn jemand stark genug mit der Realität verbunden ist... Glaubt ihr, ihr seid stärker als mein Volk? Selbst dieses stärkste aller bekannten Völker konnte der Versuchung nicht widerstehen, bis es zu spät war. Okay. Wenn wir ihr Volk zurückbringen, kann es ein Raumschiff bauen, das uns wieder zur Erde bringt. Das ist unsere einzige Chance. Vielleicht versagen wir, aber sie müssen es uns versuchen lassen. Ihr glaubt, stärker und weiser zu sein als mein Volk. Also werde ich euch die Früchte eures Stolzes zuteil werden lassen. Ich werde euch sagen, wo das Teil zu finden ist, wenn ihr richtig zu fragen wisst. Aber es wird euch mehr kosten, als ihr euch je vorgestellt habt. Okay. Alles klar, dann fragen wir doch mal nach dem letzten Teil, was uns fehlt. Bitte hören Sie auf, mit uns zu spielen. Wo ist das fehlende Teil? Ihr könnt nicht verstehen, was geschieht, wenn das Auge aktiviert wird. Ihr könntet nicht aufbringen, was es euch kosten würde. Ja, Sie haben uns gewarnt. Wo ist das Teil denn jetzt? Geht zur Karte mit dieser Nachricht und seht, was sie anzeigt. Geht zur Karte mit dieser Nachricht und seht, was sie anzeigt. Gut. Warte, was? Ich habe genug gesagt. Diese Insel, die wir gefunden haben, wo war sie versteckt? Sie verließ die Realität, aber nur ein kleines Stück. Sie kann zurückkehren, weil sie niemals völlig ging. Okay. Die Insel taucht in unserer Realität auf und verschwindet wieder? Mit jeder Passage verliert sie Substanz. Wir dachten, wir könnten unsere Welt mitnehmen in die Sternzeit 6. Es konnte nicht vollbracht werden. Wenn etwas unsere Realität verlässt, wo geht es dann hin? Zu einem Ort, an dem Zeit unendlich ist in jede Richtung. Aber weil sie nicht auf einer einzigen Linie verläuft, kann sie nicht vorausgesagt werden, noch kontrolliert. Jene, die von hier nach dort gehen, können nichts ändern. Sie sind nichts als Beobachter. Auf ewig. Okay. Diese Geschöpfe, wir gehen alles die hier durch. Leben, wusste ihr Volk von ihnen oder kamen sie später? Seit damals sind Millionen von Jahren vergangen. Was einst Haustiere und Freunde waren, sie folgten den eigenen Pfaden der Evolution. Sie wurden so schön oder so schrecklich, so klug oder so dumm, wie es in ihnen war. Das Monster, das mich gefangen hat, gibt es davon noch mehr? Dieses eine hat sich nicht entwickelt.
Es wurde geschaffen. Von wem? Das ist da die Und Frage. Und es existieren so viele, wie nötig sind. Mist, verdammt. Wer sind Sie, Ehrwürdiger? Der Bringer des Unglücks. Okay. Bitte sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich bin der Vollbringer, der nichts vollbringt. Der Schöpfer, der vernichtet. Und doch wäre ich gern der Zerstörer, der alles bewahrt. Der Gefährliche, der schützt. Sprechen Sie nicht in Rätseln. Sagen Sie uns, wer Sie sind. Einst wurde ich der größte Denker geheißen, den mein Volk jemals hervorgebracht hat. Ich versuchte, Stärke und Glück über mein Volk zu bringen. Ich gab ihm die Kraft, diese Welt zu verlassen, den Körper zu verlassen, eine Existenz als reiner Geist zu führen, unendlich perfekt. Aber ich konnte ihm nicht die Kraft geben, zurückzukehren, den eigenen Körper wieder anzunehmen, die eigene verfallende Welt. Sie sind verloren und können nicht wiederkehren. Der Geist, der uns ja vielleicht die ganze Zeit hilft, das mag ja sein. Haben Sie einen Namen? Ich hatte einen Namen, als ich lebte. Jetzt bin ich wieder und wieder tot. Wozu brauche ich Namen? Mein Körper ist nun schon so alt, dass die Kristalle kaum mehr Macht über mich haben. Ich erstehe für einige Minuten und dann falle ich wieder. Bald wird die Wirkung völlig erloschen sein. Erst dann wird mein Gram beendet sein. Ich will keinen Namen und keine Erinnerung, die mich überleben. Okay. Ist traurig. Haben Sie die Lebenskristalle erfunden? Die Toten lebendig zu machen, ist die größte Errungenschaft, die wir je gesehen haben. Was die Toten auferstehen lässt, kann die Lebenden erniedrigen. Das haben wir auch gemerkt mit Brink. Haben die Kristalle Nebenwirkungen? Was die Kristalle wiederholen, ist nicht Leben, sondern Sklaventum. Das würde passen. Wenn die Kristalle einen wiederherstellen, ist man nicht wirklich am Leben. Sie heilen Zellen und Organe, aber sie nehmen alles, was Leben wertvoll macht. Warum haben Sie sie dann hergestellt? Unsere Gesellschaft war besessen von dem Gedanken, ewig zu leben. Das Ausmaß und die Gefahr dieser Besessenheit habe ich unterschätzt. Die Kristalle sind der zweitgrößte Fehler, den ich begangen habe. Und was ist der größte? Schade, wir sind vorbei. Vielleicht fragen wir noch was. Warum war dieses Grab so sorgfältig versteckt? Damit nur die beharrlichsten und klügsten und damit die gefährlichsten Besucher es finden würden. Warum wurde Ihr Körper so sorgfältig aufbewahrt? Alles Übel an diesem Ort habe ich heraufbeschworen. Also beschloss ich, auf ewig sein Wächter zu sein. Oh, das ist traurig. Wenn das, was Sie getan haben, so schlecht war, warum zeigen die Displays im Museum dann so große Verehrung für Sie? Es gab eine Zeit, zu der man glaubte, meine Erfindungen seien Gutes. Ich glaubte selbst daran, sonst hätte ich sie vernichtet. Das? Wie lange werden Sie hier bleiben? Bis der letzte meiner Fehler wieder gut gemacht ist und die Kristalle ihre Macht verloren haben. Wir wollen nach Hause gehen. Das ist der Wunsch aller lebenden Kreaturen. Es ist ein sinnloser Wunsch, weil es kein Zuhause gibt. Jede Intelligenz muss fortschreiten ohne Rast. Zuhause ist da, wo WLAN ist. Das Schiff, das Sie ausgesandt haben, hat uns hierher gebracht. Wir wollen zurück zu unserem Heimatplaneten. Ein weiterer unserer schrecklichen Fehler. Wir sandten diese Schiffe aus, als wir dachten, wir hätten die ruhmreichen Geheimnisse des Universums entdeckt. Wir konnten sie nicht zurückrufen. Also bleibe ich hier, um alle zu warnen, die einer Einladung gefolgt sind, die wir besser nicht ausgesandt hätten. Und zu warnen wird nichts bringen, wenn wir hier bleiben müssen und es nicht den anderen Menschen auf der Erde weitersagen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, euren Planeten zu schützen. Die eine ist, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, sie warnt und von hier fernbleibt.
Die andere ist, wenn ihr nie zurückkehrt. Welche Warnung ist wohl wirkungsvoller? Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde aber trotzdem die erste nehmen, damit ich hier überhaupt zurückkomme. Und die Menschheit dann entscheiden kann. Wobei die Menschheit, wenn die nach uns suchen würde, theoretisch, die wissen ja, wo wir gelandet sind, ja dann auch hierher kommen. Und dann ist das ja Quatsch. Also, ne, dann können wir auch hingehen und sagen so, hey, stopp, geht nicht dorthin. Also, das erste gefällt mir besser. Sagen Sie uns, wie wir wieder zur Erde zurückkommen. Ich flehe Sie an. Wenn mein Volk aus der Sternzeit 6 zurückkehren könnte, würde es den Hafen wieder aufbauen können. Und es könnte ein Sternenschiff bauen, das euch wieder zu eurem Planeten führt. Aber sie werden den Weg nach Hause niemals finden. Das heißt, wir haben großes Pech? Danke für Ihre Hilfe. Ich will euch nur geholfen haben, wenn ihr euren sinnlosen Plan aufgebt. Wir geben nicht auf. Mein einziger Trost ist, dass der wahre Tod mit jedem Sterben ein wenig näher kommt. Gute Übersetzungsarbeit, Maggie. Er spricht sehr langsam und deutlich. Aber ich bin schon ziemlich verdammt gut. Ja. Gut, haben wir was zu besprechen? Finden Sie nicht, dass er alles daran setzt, zu verhindern, dass wir die Maschine reparieren? Lassen Sie uns nach dem Teil suchen. Tja. Danke. Ich glaube, mehr zu besprechen ist hier gar nicht von unserer Seite aus. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Das Auge auf jeden Fall. Das war der Hinweis, dass das Auge, wenn wir im Inneren sind, tote Wächter. Achso, ja, die habe ich ja zerstört. Dass das Auge dann sehen wird. Und vielleicht hilft es uns dann auch, dort hinzugehen, zurückzugehen, um zu gucken. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen überfragt gerade, was das angeht. Aber will ich auf jeden Robins. Fall... Nein. Will ich auf jeden Fall es rauszufinden. Inselbasis. Bahn. Nein. Eigentlich will ich die, Hallo? Plateau. Nein, Pfad. Lichtbrücke. So, dann gehen wir zum Auge. Das Auge. Jetzt wissen wir ja, was das Auge das sieht. Ah, alles klar. So, das ist vielleicht die Lösung. Aber ich weiß nicht, wie fern es die Lösung ist. Tja. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Ja, aber tu's. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Maggie, Hilfe! Gibt's hier noch irgendwas zu gucken? Nee. Wir müssen es versuchen und die Maschine einschalten. Das ist der einzige Weg, herauszufinden, was sie bewirkt. Sollen wir etwa alle Inseln nach einem Teil absuchen, von dem wir nicht einmal wissen, wie es aussieht? Wo bleiben denn jetzt all die hilfreichen Hinweise? Die Hinweise bezogen sich nur auf Dinge, die sie absichtlich versteckt haben. Aber das fehlende Teil, vielleicht ist es gestohlen worden. Oder einfach vergammelt. Dann wäre alles umsonst. Boston, irgendjemand weiß, was das fehlende Teil bewirkt. Und vielleicht sogar, wo es ist. Tja, ich weiß nicht. Ich habe nicht von Ihnen gesprochen. Ich meinte jemanden unter einer Kristallpyramide. Er ist eine lebende Enzyklopädie. Okay, da hat uns nichts, also nicht weitergeholfen. Danke. Wie kommen wir jetzt da rein? Oder gehen wir überhaupt da rein? Das wird nichts bewirken. Die Platte? Das wird nichts bewirken. Kristalle? Also die Zepter vielleicht doch? Das bringt nichts. Was ist, wenn wir hier rausgehen? Wo kommen wir da hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Achso. Ne, wir gehen wieder zurück zum Auge. Irgendwie muss es hier doch weitergehen. Da lang zu laufen sieht nicht besonders sicher aus. Trotzdem muss es doch die Lösung sein. Das bringt nichts. Vielleicht ist es nicht die Lösung. Ach, Freunde. Eine schwierige Entscheidung. Wo gehen wir weiter? Wo werden wir langlaufen? Was wird die Lösung sein? Und vor allen Dingen, warum hat uns der außerirdische, namenlose außerirdische Schöpfer, Zerstörer uns nicht weitergeholfen? Warum hat er
Lässt er uns in unserem Schicksal zurück? Ich weiß es nicht. Wir müssen also das Teil suchen, dieses Dreieck, was wir vielleicht unten in der Konsole einsetzen können. Ich habe gedacht, das Auge, da es ja aktiviert ist, wird jetzt genau sehen und machen, wie wir weiterkommen. Leider ist dem nicht der Fall. Das heißt, wir müssen das alles auf die nächsten Folgen verschieben. Ich danke dir jedenfalls fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Gib dem Ding einen Daumen hoch, falls dir diese Folge gefallen hat. Wenn du nichts verpassen möchtest, empfehle ich dir, abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann kriegst du Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Gerne auch einen Kommentar setzen oder bei uns auf dem Discord mit uns kommunizieren. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.